Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Hufbergkorn im LS19 mit dem Astral TV. Moin! Ja. Alles gut? Ja, bei mir schon. Danke. Was ein Krach hier? Kannst mich mal. Nein! Nein, das vertagen wir. Heute die zweite Folge für heute. Und die letzte. Hochbergmann. Schon die letzte. Heute. Haben wir. Oh! Ja, heute haben wir die letzte. Was heißt Froschmann Kipper? Nein, aus. Sollen wir uns einen Kipper kaufen? Nein, wir wollten sparen. Oh. Ja, Leute. Wir haben doch Geld bekommen von der Dingsfabrik da. Die Leute haben es abgeholt. Leute, wir haben verkauft. Da war einer da, wirklich mit Riesenvieh. Der hatte einen Bulldog. Der war so groß wie das Haus hier. Und mit dem Trailer hinten dran. Der hatte so einen Schwerlastkran auf dem Trailer. Hat die einfach nur rausgezogen und gleich draufgestellt. Und hat uns das Geld bar auf die Hand gedrückt. Und fertig war das schon. Muss ich sagen, keine großartige Predigt hat er gehalten oder so, weil er die ein, zwei Kratzer mehr gehabt hat, als Ozzy ihm erklärt hat. Mal wieder Genie sein bei Verkaufen, Leute. Und hat vielleicht zu wenig gesagt dem, aber er wusste selbst, dass das Ding neu kostet ein bisschen mehr. Aber man muss auch sagen, Leute, wir sind mit so vielen Sachen dagegen gebrettert. Da war schon alles schief und krumm. Leute, in der Folge können wir sich sicherlich schon den ein oder die andere Sache leisten. Das haben wir in der letzten Folge aufgezählt. Was wollen wir? Wir wollen ja ein gepflegter Maishäcksler von der Natur aus. Und dann wollen wir. Oh. Dann wollen wir eine Mais-Saatmaschine und dann wollen wir die Trailer eintauschen gegen ein gepflegtes IT-Runner-Set. Aber Leute, das wird kostentechnisch ein bisschen. Ach ja, und du kannst dich freuen. Ozzy. Was? Es gab von dem IT-Runner-Pack, wo wir drauf haben, gab es ein Update. Oh. Wo steht das? Ah. Wo steht der vom Transit der Anhänger? Oh. Was so? In der Halle hinter dem Mann, wie heißt das Gerät? Hinter dem Valtra. Wo ist der Valtra? Ich wollte es gerade sagen, wo ist der Valtra? Oh, wo ist die Laterne? Da haben wir sie doch. Ja, boah, was ist mit dem Valtra los? Das ist ja vollgetankt. Was? Ja. Vollgetankt? Was ist denn da schief gelaufen? Das sind meine Künste. Dahinter. Und der Transit ist ja auch halb leer. Ja, halb voll. Egal. Es wird ja egal voll. Der ist gleich leer, Alter. 16 Liter. 16,9. Weiß doch. Jetzt will ich mal was wissen, Alter. Wo krieg ich hier die Anzeige dafür? Der brettert mal wieder auf dem
Rufe. Ah, hier. 3500 Liter. Leute, wir haben was sehr, sehr Geiles ausgefunden. Wo haben wir Real Talk nicht gewusst? Doch, ich wusste es vorher. Nein, komm. Geh weg. Hier oben, Leute, kann man nochmal R drücken. Und hier oben sind einfach noch 87 Ballen Strö. Weil wir kein Strö mehr haben. Doch, auf den Wäldern. Ach, komm. Geh dich vergraben. Was ist das so? So, das ist nur gut, ich muss trinken gerade. Handy am Steuer, ungeheuer. Oder wie ging der Spruch? Jetzt habe ich es wieder verlabert. Mm. Osina, also, du solltest weggehen. Genau so oder vor. Au! So, oh. Jetzt mal mit trinken, ja, ich folge. Ah, jetzt ist fast irgendwo mit dran. Oh, jetzt ist doch da. Ich habe eine E-Mail bekommen. Von was? Oh, Epic Games, dank mir für die Bestellung. Neues Spiel. Natürlich. Der Pro bekommt alles gratis, kostenlos, Leute. Ja. Yeah. Ist auch generell kostenlos, von Haus aus. Nee, Leute, das, Epic Games haut seit Coronavirus extrem viele Spiele raus. Kostenlos, natürlich. Ich weiß nicht, vor ca. 3 Monaten oder so hat Epic Games kostenlos LS rausgehauen. Das ist auch eine nette Geste von den Jungs. Jetzt, Leute, man muss das jetzt mal so sehen. Ist nicht für die Älteren jetzt. Ist klar, die Älteren gehen arbeiten, die können sich das leisten. Oder einige, wo wollen sich das nicht leisten. Oder die 10-11-Jährigen, wo wollen LS zocken, haben es da einfach kostenlos gekriegt. Was? Ich kenne sogar einen enger Freund, wo hat's kostenlos abgeschnackt. Ich auch. Reden wir jetzt vom gleichen? Weiß nicht, ich weiß nicht, für welchen Hund. Das hat sich jetzt komplett falsch angehört. Das hat sich jetzt angehört. Wie hast du gesagt, vom welchen Hund reden? Meinst du? Ja. Ich glaube, wir reden vom gleichen. Weiß es ja nicht. Also, wir kennen den beide. Oder? Von dem du, wo du meinst? Ja. Ja. Yeah. Jetzt mal zum Legen. Und wir sind da auf einer Seite bei ihm, oder? Ja. Also, dann reden wir vom gleichen. Oh nein, das ist nein, kannst du sagen. Ich wusste, ich weiß ganz genau, welcher Schachzug wolltest du jetzt wieder herumkicken. Oh, Schach, ich spiele Schach, dann kannst du nicht Schach spielen. Moment, Schach, ich mache jetzt die Dame davor und mach die Schachmatt. Ich war ja Schachmatt. Da war ein scheiß Haus. Ja, Schachmatt, sag ich mal. Matt. 1-0 fürs Haus. Alter, raus! So, ich kann jetzt schön meine Kombi wieder rum und warten, bis mein Kipper hier ist. Leute, für mich ist es halt immer noch. Malchi. Manchmal ist es ein bisschen nervig, aber wenn wir drauf sind, haben wir noch immer noch eine Menge Spaß auf der Hofbergbahn. Nix da. Ah. Und Ball. Jeder Tag kann die 1.6 rauskommen. Es wurde ja angekündigt. Auch nochmal so eine geile Sache. Ich hatte geil mit Nagger. Du doch nicht. Bäh. Oh. Das ist viel zu wild. Ich weiß nicht, Leute, irgendwo habe ich mir das Scheißwort aufgeknistert.
Ist was? Ja viel zu wild. Keine Ahnung, jetzt bleibt ihr stecken. Er bleibt bei dir, bleibt hier stecken. So. Was für ein Müll! Ich hab gesagt, bei dir bleibt viel stecken, aber naja. Ach, fick dich doch, Alter. Jetzt mal hier die Malkerei ein bisschen erkunden, ja. Du. Ich wollte was. Ich wollte was sagen. Nein, das ist nicht gut. Das ist doch viel zu wild. Das ist viel zu wild. Au. Bis dahin. Mann, so sind da drauf, aber. Alter, der Radler da hat 3 Stunden schon drauf. Hallo Klaus. Ah ja, zusammen mit Klaus. Herr Schnauzer. Die Schnauzerpolizei ist da. Erfurter Milch. Wir sind ja in Erfurt, Deutschland. Was erklärst du da schon wieder? Ja, hier, bei der Malkerei ist ein Schild Erfurter Milchwerke GmbH. So was willst du denn jetzt eigentlich, ne? Wir haben eine Molkerei? Nee, das wusste ich natürlich, Leute. Landmolkerei ist seit 1820. Aber. Jetzt bin ich auf den falschen Möbel gekommen. Ja, also, nee. Nee, Leute. So, das ist schon ein bisschen später. Das ist gerade viel zu wild. Ah, viel zu wild, ja, dann. Ja, klar. Leute, der fährt sich auf jeden Fall. Tatsache, wie hab ich mir den. Das zweite Mal, wo ich hier rauskomme, mit dem Kompostanhänger hinten ran, wo fahre ich wieder in die gleiche Laterne rein. Kann ich auch nur mir passieren. 2:0 für die Laterne. 2:0 für die Laterne, das ist so. Und man bringt dann Check, ja! Was? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Aber naja. Müll. Wolltest du hier nicht fertig pressen? Nee. Beim Puma, Pum Pum Pum. Dann macht der Pum Pum Pum. Ist ja viel zu wild. Ja, ich warte, bis der Anhänger hier leer wird. Dauert ein bisschen bei der Dings. Komm, Müller, aber das Gute ist, ich werde ja nach Stunden bezahlt. Ja, das ist halt. Nichts mehr bezahlt. Ja, das ist halt das Problem. Ich habe halt einen großen. Das ist ja viel zu wild. Und das um 12 Uhr. Das wird bei 12 Uhr, dann 12 abends. Was? Wie? Nee. Video kommt um 12. So, ja, so. So, du machst jetzt die Reels halt gerade. Ding! Ah ja, wir haben ja fast 12 Uhr abends, Alter. Na. Wusste ich gar nicht. Das ist ja viel zu wild, ja. Ja, jetzt ist so. Leute, auf jeden Fall ist das viel besser geworden. Schnauze zu. Ist das viel besser geworden mit dem 1500 Kilo Gewicht. Jetzt fährt ein sich Müll, der. Wow. Kannst du das jetzt mal gut lassen sein? Ich meine, dann lass. Was hab ich jetzt gemacht? Bringst mich zur Verredung. Ja, zu Verrat. Ich bin nervös, weil ich hier bin. Ah ja, sicher. Sicher wegen dem. Hä? Nee, was denn sonst? Ich krieg I. Muss I drücken. Mann, kannst du mal nicht ein bisschen schneller hier machen? Hier, die Molkerei. Molkerei. Das ist viel zu wild. Das ist viel zu wild. Ey, aber das ist jetzt aber wirklich viel zu wild. Ich hab hier einen CD-Player hier drin. So einen neumodischen Scheiß, Alter. Hightech.
Halt AUX. Sehe ich gerade. Und kann USB. Das... Oh, es gibt schon in der Schweiz. Viel zu wild, Radio. Viel zu wild. Moment, gleich Musik anmachen. Gleich ja, einen Strike ja, bekommen auf YouTube. Amira. Was ist das für ein Film? Ah, das ist für ein Müll. Das ist viel zu wild. Wie ist das? Was? Elektro, Community, 70er. Nein, 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 ich wollte keinen. Pop. Poppen. Was? Mit dem Elektro. Das Elektrolyt, Leute. Ich bin statisch aufgeladen. In der Hose. Was? Ja. Ah. Leute, ich muss aufhören. Das ist viel zu wild. Ich weiß, wie heißt die Folge. Ist viel zu wild. Ich kann es auch nicht merken. Doch, nee, jetzt haben wir gerade den Raum. Die Zeit im Überblick. Ja, es ist 12.48 Uhr. 12.49 Uhr, sorry. 12.50 Uhr, ja. 12.52 Uhr. Ja, und Leute, wenn ihr fragen wollt, ja. Ich okay, kann... ist gut, danke Nachfrage. Ja, wurdest du gefragt? Ja. Oh, jetzt ist schon schon. Ah, jetzt ist schon vor schon drin. Oh, das die Musik ist viel zu laut. Viel zu wild, gell? Ja. Das ist viel zu wild. Ich muss sie ausschalten, Alter. Ben Schweizer. Immer Merch raus, Ding. Steht auf seinem Klober. Viel zu wild. So, bei 2000 Abonnenten macht er das. Hab ich gehört, gell, Schweizer? Ja, kann man drüber sprechen. Sprochen, ah ja. Wir versprechen ja. Sich mal. Ja, bei einer guten Community mit 2000 Abonnenten kann ich es überlegen. Dann ist es viel zu wild. Jetzt reiz aber auch mal, Alter. Das könnt ihr euch mal Ossi vorstellen, Leute. Dem läuft jetzt gerade die Suppe übers Maul herunter, weil ich immer die ganze Zeit viel zu wild sage. Ja, genau. Einzige, wo finde ich Müll, Leute, an dem Radlader noch. Dass die Schaufel nicht alles aufnimmt vom Boden. Aber das ist ja nicht der Radlader schuld, das ist die Schaufel schuld. Ja, da wollten wir ja mal nehmen. Ja, wollten wir. Funktioniert der auch. Warum haben wir nicht. Ja, ob das von. Nein, nicht schon wieder zu der Laterne. Klar, weil das einfach nur Standard ist. Schaufeln. Ich hab. Ah ja, okay. So viel zu wild. Nee, aber wir wollten, Also tauschen fahren. Junge, ich bin am Kompost fahren. Ja, Spendung, aber jetzt sind die Ärzte das sind nicht so sicher, was du bist. So. Wie willst du denn das sagen? Wie willst du denn das sagen? Ich sag nichts über Anwalt. So. Wie? Um Gottes Willen. Ja. Jetzt habe ich fast willen was sagen. Nein, nein, das wäre wieder viel zu wild gewesen. Alter. Das pumpt sich magisch hoch. Ah, ja. Okay. Oh, 80 km/h, Leute. Und gerade in die Fotzerei. Ich meine in den Zaun. Ja. Oh, ich bin der beste Fahrer, Leute. Ich bin auf der Seite gelegen und habe mich in der Fahrt wieder auf die Beine gestellt. Ich meine auf die Räder. Wow.
Ich glaube, Leute, mittlerweile muss ich die Folge auf 18 Jahre runterstrecken. Ja, runterstrecken, hä? Hoch? Oben. Also, Pfeilen mehr so. Wie denn runter? Du Paul Berger! Oh! Jetzt kam mir fast hier Kotze hoch, ich weiß nicht warum. Weil alle nur fast. Das wird ja sehen. Wisst ihr, warum kam mir die Hitkotze hoch? Jetzt weiß ich warum. Weil ich ein Real-Life-Bild von Ozzy hab auf meinem Telefon. Was? Ja. Nein. Nee, Leute. Nee, ich nehm das wieder zurück. Nee, das kann ich doch nicht machen. Was soll ich denn sagen? Ist doch hier mein YouTube-Partner. Kann ich doch nicht so böse sein. Oh, steig doch vorbei wieder bei. Merkt man auch aus. Kannst du gar nicht. Ist viel zu wild hier. Lass es sein. Ich fahre noch kurz zum Komposthof und belade die Kacke, die am Dampfen ist. Und dann können wir die Folge abmoderieren, schätze ich, denke ich. Oder schnicke ich. Nee, ich stelle mich hier an den Randstreifen. Sag was auf den. Setze auf den Streifen. So. Und geh mal zu Frau hin. Und die soll mir kurz das Gerät ausgeben. Und dann habe ich ein geiles Thumbnail, Leute. Trelleborg Michelin. Mit GPS. Kaufen könnte teuer werden. Teuer. Ah ja. Typhoons. Bei Fuß. So, Leute. Das muss auch noch her. Dankeschön, liebe Frau Engelhardt, oder wie die Scheiße heißt. Ah ja. Für immer alle. So. Jetzt wollte er mir wieder so was sagen. Was? Ja, nichts sagen. Viel zu wild heute. Ist viel zu wild. Liebe Leute, es ist mal wieder viel zu wild. Wir haben uns den Häcksler gegönnt. Und Leute, ein bisschen Spaß muss sein. Sag ich mir da immer. Aber ich möchte damit sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst unbedingt ein Like da. Lasst ein Abo da. Geht beim Ostrahl-TV schauen. Der das wäre ja schon dann viel zu wild. Das wäre viel zu wild. Der ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja. Wenn ihr zeitnah die 200 da voll macht, dann wäre es viel zu wild. Und das macht ihr nicht, aber naja. Ja, beste Community EU West nicht. Was? Liebe Leute, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao, ciao. Ciao.